Hörspielprojekt.de. Die Community für Hörspielmacher. Ich habe die neuen Setzlinge lieber ins Glashaus gebracht. Jetzt schon? Ich weiß nicht. Es soll Frost geben. Bin eh gespannt, wie deine Orchideen den Winter überstehen sollen. Ach ja, heute kam Post. Wir haben einen neuen Stromabschlag. Wie viel? Mehr als vorher, was? Tja, senken kann ich die Temperatur da drin nicht. Mann ey. Wer soll das am Ende denn alles blechen? Naja, wir investieren jetzt und kassieren dann halt später. Jackpot. Träum weiter. Hm? Ja, tu ich auch. Das bringt uns am Ende doch eh nur den Knast. Ach, Quatsch. Wenn der alte Flachwichser weiter hinter seiner Gardine steht und glotzt. Schrader? Ja, der alte Vollzeitnachbar. Ach, soll er doch petzen. Weiß doch jeder, dass sein Hauptproblem so klar ist wie sein Schnaps zum Frühstück. Na, den Versandhandel hat er uns schon gecancelt. Ja, weil Monsieur Kopfkino hatte. Hm. Der braucht da nur anrufen auf der Wache. Ja, ja, bla, bla. Sag nicht bla, bla, Ronja, das kann doch sein. Weißt du, wie der tickt? Kriegst auch alles kaputt genörgelt. Dann stöpsel ich das Glashaus eben aus und gut. Dann gibt's halt keinen Luxus mehr in unserem Leben. Nacht. Ach. Naja, vielleicht muss man doch die Segel hier streichen. Nee, das gönne ich dem alten Sack nicht. Unser schönes Schreberhaus. Nein. Überhaupt. Wie überhaupt? Wegen dem Horst? Nein, das meine ich nicht. Hä, was meinst du? Überhaupt was? Ach, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Okay, Sascha, also doch jetzt. Was? Oh Mann, ich hab dich heute schon zweimal angemacht. Du hast was oder nicht? Ist irgendwas? Nee, hast du gesagt. Zweimal. Hm. Also was jetzt? Es wird wieder zu viel alles. Oh nein, bitte nicht. Was wird dir zu viel? Also wie Dr. Hopfer meint, wegen meiner Basis, die ich finden muss. Dass ich mich halt entscheiden muss. Ja, und? Du hast dich doch entschieden. Ja. Was willst du jetzt, Sascha? Du hast gesagt, sesshaft werden ist dein Ding. Schönes Haus, Madame neben Monsieur auf der Couch, Kids im Garten, Haus am See. Was soll ich jetzt glauben? Was willst du? Mann, der Sicherheitsdienst hat dich jetzt auch übernommen. Ja, wohl, der ist irgendwie okay, aber... Reicht das nicht, wenn einer von uns hier den Harzer macht? Lass uns doch einmal was festhalten, was funktioniert. Was soll denn daran falsch sein? Was weiß ich... Vielleicht gibt's ja was Besseres. Hä? Wie? Was Besseres? Ronja, ich werde weggehen. Das steht fest, ich muss das einfach machen. Mann, was soll der Scheiß? Ich will ja sesshaft werden. Ich will ja eine Familie und so. Aber erstmal habe ich schon eine Familie. Eine, die ich nicht mehr vernachlässigen will. Was meinst du? Ute und Joachim in Bremen. Ich will irgendwie zurück nach Bremen. Ute? Was zieht dich denn jetzt zu deiner Schwester? Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen planlos. Bremen. Dann geht alles wieder von vorn los. Neuer Job, neue Wohnung. Oh Mann, wer weiß, ob wir wieder so ein Haus finden. Und ich muss mein Gewächshaus komplett begraben. Scheiße! Also, ich weiß nicht, ob du es dir da überhaupt vorstellen kannst. Stopp mal jetzt. Ich kann verstehen... Was meinst du? Ich kann verstehen, wenn du das hier nicht aufgeben willst. Bist du komplett bescheuert?
Sascha! Du willst du den Tee noch? Ich kipp den sonst weg. Der ist doch von heute Morgen. Boah, nur Wasser. Fertig? Oh. Und die Kellerkartons? Welche? Die im Wagen? Sie sind auch schon drin. Wow. Wir brauchen nur noch einsteigen und weg, Schatz. Wollen wir? Hm? Nur wir zwei? Bist du im Reisefieber oder was? So wie du schwitzt? Hm. Dann brauche ich wohl nicht fragen, ob du Mozzarella mit Tomaten willst oder den Rest Bulette da. Hm. Das muss beides auf. Der Kühlschrank muss leer. Hey, Mann, mach ein schweres Arbeit. Hm. Hey, eigentlich wollte ich die Bulette, du Honk. Fleischfrau, du beleidigst meine Potenz mit Mozzarella. Hm. Ach nee. Das ist Ute. Sag ihr, zum Mittag kann sie mit uns rechnen. Wo ist denn das Telefon? Ach, was weiß ich. Das ist das Festnetz, oder? Hm, stimmt. Wieso ruft sie darauf an? Hm, wieso geht das überhaupt noch? Fragen über Fragen. Klemm das Telefon dann ab, okay? Vor oder nach dem Anruf? Hallo, Linde? Hallo? Gott sei Dank. Wer ist da? Hier ist Benno. Benno Opitz. Wer? Sascha? Ja? Okay. Ich bin dein Nachbar und ein Freund von Ute. Okay. Es gibt hier ein Feuer. Rauch überall. Was? Wo jetzt? Das Haus deiner Schwester. Da sind überall Flammen. Was? Benno, hörst du mich? Das Reh. Es brennt hier alles. Verarschst du mich jetzt, oder was? Sagst du mir die Wahrheit? Ja, ich sag die Wahrheit. Sag mal, das gibt's doch nicht. Hast du die Feuerwehr gerufen? Ja, natürlich. Gerade eben. Mann, scheiße, du musst gucken, ob das Auto da steht. Sind die zu Hause? Hast du da geklingelt? Da kann man jetzt nicht hin. Es brennt da alles. Es ist zu heiß. Stehst du davor? Stehst du davor? Ich komme nicht dichter. Scheiße, steht das Auto da irgendwo, der Touran? Was ist los, Schatz? Wo ist das? Kannst du reingucken? Benno! Ich sehe nichts. Oh Gott. Der wird, wenn, dann in der Garage. Das ist doch nicht wahr, verflucht nochmal. Vor der Tür. Da steht ihr Wagen nicht. Es ist zu heiß. Brennt das da schon richtig? Verdammt. Oh Gott. Ja, das ganze Dach. Scheiße, ey. Ronja! Was ist denn da los, Mann? Benno, hörst du mich? Ja. Pass auf, wir kommen hin. Die Feuerwehr trifft ein. Benno, ruf mich gleich zurück, ja? Okay, beeilt euch. Ronja! Benno, hier drüben. Sascha, Sonja, um Gottes Willen. Das sind die beiden. Die Angehörigen? Ja. Scheiße, Benno, was passiert hier gerade? Wo ist Ute? Wir wissen es nicht. Vielleicht sind sie nicht zu Hause. Vorsicht! Treten Sie bitte zurück, alle! Ich sag es nicht zweimal. Ich fall hier gleich tot um. Seite, bitte. Sind Sie noch da drin, oder was? Sascha, bleib hier. Es gibt noch Funkenflug. Jede Sascha, Menge. Sascha, warte. Meine Garage ist auch hinüber. Das ist doch nicht wahr. Ronja, bleib hier.
Nein, nein. Da kann auch keiner hinein. Keiner kann das Grundstück betreten, Herr Linde. Frau... Frau Wolf. Ich bin die Freundin. Ja, was soll ich Ihnen erzählen? Sie sehen ja, was hier los war. Das Haus ist runtergebrannt. Wir haben noch keine Kenntnis, was die Brandursache war. Oh Gott, nein. Wir warten jetzt, bis der Rauch etwas abgezogen ist. Dann werden wir sehen. Sie können uns aber trotzdem helfen. Rufen Sie bitte Ihre Familie und Verwandten an. Finden Sie heraus, ob sich die beiden irgendwo anders aufhalten. Da waren höchstens zwei Personen wohnt. Herr Joachim Linde und Ehefrau Ute Linde. Ja. Und Bekannte? Weiß ich gar nicht. Benno, hast du eine Ahnung? Nur die Brünings aus Lehmwerder. Mit denen spielen sie Curling. Aber nicht unter der Woche. Gut, rufen Sie die beiden bitte trotzdem an. Okay. An das Schlimmste denken wir noch nicht, Herr Linde. Es ist noch nichts gewiss. Ja, danke. Alles klar, Sven. Danke. So, also, den Wagen der Lindes haben wir in der Nachbarschaft nicht entdecken können. Und die Garage ist zerstört. Da liegt das ganze Haus darauf. Das muss alles erst geborgen werden. Oh Mann, die waren da. Ich glaube, die waren da. Das wissen wir nicht. Der Notruf war so gegen 23:30. Ja, da ist man auch manchmal unterwegs, Frau Wolf. Vielleicht Kino, Theater. Ja, dann noch ein Restaurantbesuch. Ist doch alles gut möglich. Aber warum hocken wir hier rum? Warum tun Sie nichts? Die Kollegen suchen bereits, soweit sie das können, Herr Linde. Das Haus ist in Richtung des Vorgartens zusammengestürzt. Das heißt, das Schlafzimmer ist nun hier im vorderen Bereich, westlich zur Straße. Wenn Sie schon geschlafen haben, wären Sie dort. Da suchen wir zuerst. Das Grundstück kann man aber noch nicht betreten. Und wieso? Wenn ich fragen darf. Einsturzgefahr. Das ganze Kellergeschoss ist ja darunter. Mit der Leiter ist der Feuerwehrwagen drüber geschwenkt. Aber wir kommen eben nur über das Grundstück. Wir kriegen einfach noch keinen Zugang zum Kellergeschoss. Wir müssen jetzt einfach geduldig sein. Flucht! Ach, jetzt komm. Beruhig dich, Sascha. Ja, was denn? Herr Linde, gehen Sie bitte zusammen mit Herrn Opitz noch mal genau durch, wen Ihre Schwester und Ihr Lebensgefährte besucht haben könnten, ja? Frau Wolf, bitte helfen Sie mit. Die Kripo ist ja gleich da. Die werden einige Fragen an Sie haben. Die Kripo? Ronja, meine Liebe. Komm. Wir können hier nichts machen. Ja, ist gut. Herr Linde, Frau Wolf, die Beamten der Kripo Bremen sind jetzt eingetroffen. Frau Wolf, Herr Linde. Ah. Hallo. Hallo. Gibt es schon etwas zu sagen von Ihrer Seite aus? Ja, um das mal im Klartext zu benennen. Wenn beide zu Hause waren, das kann dann keiner überleben. Das muss man schon realistisch sehen. Allein die enorme Rauchentwicklung. Um Gottes Willen. Beide Etagen sind vorhin komplett in den Keller gesackt, nachdem das Gebälk durchgebrannt war. Aha. Das gibt's doch nicht. Ich träum doch gerade. Was ist denn das für ein beschissener Albtraum? Herr Opitz, ja? Ja. Sie wohnen nebenan? Neben dem Inferno, ja. Wäre es eine Möglichkeit, dass die beiden die Nacht bei Ihnen bleiben? Natürlich. Haben wir schon besprochen. Danke, Benno. Nacht ist gut, es wird ja schon fast hell. Herr Linde, Sie haben auch eine Wohnung hier in Fahr? Sehen Sie den Lieferwagen da? Da ist unser Zeug drin. Er fährt in die Spiegelstraße 90. Tja, toller Neuanfang, was? Das ist Kattenturm, oder? Ja. Aber unsere neue Wohnung ist noch leer. Was sollen wir da jetzt noch? Komm her. Sascha? Ronja? Hallo, Herr. Vollmann. Herr Opitz. Hallo. Ja, das ist meine Kollegin, Frau Schikala. Hallo. Können wir uns irgendwo setzen? Ja, natürlich. Kommen Sie mit durch. Ins Wohnzimmer. Kann ich mit dabei sein? Ja, darf. Dann folge ich Ihnen. Bitte. Wir möchten Ihnen unser Beileid aussprechen.
Muss denn jemand die beiden jetzt identifizieren? In diesem Fall nicht. Auf keinen Fall. Das macht die Gerichtsmedizin. Oh, das kann doch nicht sein. Ich dachte, mit Rauchmeldern kann sowas nicht passieren. Wozu sind die Scheißdinger denn da? Gute Frage. Das kann echt nicht sein. Wird jetzt alles geklärt, Frau Wolf. Die Ermittlungen laufen. Gibt es noch Angehörige, die wir informieren müssen? Der Chef von Joachim. Ja. Ich meine eher Ihre Familie. Mann, da gibt's keinen mehr. Die Lindes waren von Anfang an nicht viele, wissen Sie? Nee. Sascha hat seine Eltern schon als Kind verloren. Ute war die einzige Verwandte. Und Joachim eben. Seit 2 Jahren. Und Sie, Frau Wolf? Ich? Heimkind. Hart im Nehmen. Ach so. Sorry. Ich wollte nicht. Ich könnte nur platzen wegen der ganzen Scheiße. Das ist alles verständlich. Wir sind ja auch hart im Nehmen. Ich meine, was haben die Lindes denn verbrochen? Sind wir verflucht oder was? Tja. Manchmal glaube ich das auch. Naja. Herr Linde und Frau Wolf, wir haben bereits die Brandursache gefunden. Es war Brandstiftung. Was? Ich glaube, da drüben kann man. Yes. Mann, ey. Verdammte Großstadt. Mann, ey. Ich glaube, ich kann nicht aussteigen. Ich habe echt weiche Knie. Wer weiß, was jetzt wieder kommt. Die haben sicher Neuigkeiten. Vielleicht eine Spur. Mann, das ist echt der schlimmste Albtraum. Das ist extrem gerade. Allerdings. So was ist mir noch nie passiert, Sascha. So was Krasses. Komm, Ronja. Ist das Schicksal eben mal größer als wir? Wir müssen das jetzt irgendwie aushalten. Du bist gut. Du kannst das vielleicht. Du kannst das auch, hm? Wer ist hier das Dresden-Ghetto-Kind von uns, hä? Irgendwann haben wir wieder Kontrolle und können planen. Dann geht die Sonne wieder auf. Bremen, Teschendorf, wer weiß. Wir entscheiden das. Tja, okay. Denk an uns. Denk an das Bündnis. Mhm. Ach so, hier ist eine neue Karte drin. Ach ja. Cool, danke. Aber gleich tot, der Akku. Musst du da drin eh ausmachen. Kauf dir mal ein neues. Wovon denn? Hallo, Linde. Zu wem wollen Sie? Nee, das bin ich, Herr Linde. Aha. Und zu wem wollen Sie jetzt ganz genau? Herr Vollmer oder Frau Schikala? Ah, Frau Schikala. Ich warte schon. Danke. Ah, da sind die beiden ja. Pünktlich wie die Maurer, was? Folgen Sie mir bitte. Ja, sorry, ich komme noch aus Teschendorf. Die A2 ist Hölle um die Zeit. Sie waren außerhalb Bremens, Herr Linde? Ja. Setzen Sie sich. Danke. Herr Vollmer kommt auch noch. Erstmal, ich möchte Sie bitten, Herr Linde, wenn Sie das nächste Mal Bremen verlassen, dass Sie uns vorab Bescheid geben, solange wir ermitteln. Was? Wieso das denn? Das werden wir Ihnen gleich vor Augen führen. Sie haben Neuigkeiten? Das muss man leider zugeben. Ah, da sind Sie ja schon. Die versammelte Mannschaft. Herr Linde war in Teschendorf heute.
Das darf er eigentlich gar nicht. Was darf ich nicht? Ich habe mit meinem Arbeitgeber gesprochen, der will mich vielleicht wieder einstellen. Wir sind ziemlich pleite gerade. Allerdings. Und jetzt die Beerdigung organisieren, das alles. Gott sei Dank ist wenigstens die bezahlt. Kommen Sie damit klar? Brauchen Sie da Hilfe? Nee, Sascha will ja keine Feier. Bloß nicht. Aber Rennerei ist es trotzdem. Sagen Sie einfach nächstes Mal hier Bescheid, wenn Sie die Stadt verlassen müssen. Wie? Falls Sie geschäftlich wieder nach Teschendorf müssen. Sie planen also zurückzugehen? Wir sind komplett ratlos. Wir wollten ja nur hierher wegen Ute. Aber jetzt? Ziemlich bescheuert, das alles. Und unser schönes Häuschen haben wir aufgegeben. Ja, Ronja, ist gut. Sie haben Ihr Haus verkauft? Nein, es war ein Mietshaus. Da, wo Katzen wohnen. Ronja. Und zurückzubekommen ist schwer, oder? Klar, ist schnell vermietet so ein ganzes Haus. Da kennen Sie aber Teschendorf schlecht. Stillleben total. Auf dem Land halt. Ja, da weiß man Fernsehereignisse noch zu schätzen. Aber wir kriegen es vielleicht zurück. Die Dame, der das gehört, die kenne ich gut. Frau Schwarzland. Da habe ich Baby gesittet. Oh, das wäre ja toll. Oder heißt es gebabysittet? Tja, meine Kollegin hat es wohl schon erwähnt. Wir sind einen Schritt weiter in den Ermittlungen. Oh ja. Aber besser geht's uns damit nicht. Das können Sie glauben. Okay. Die Ermittlungen werden sich leider noch ausweiten. Die Staatsanwaltschaft ist alarmiert. Also, diese Brandstiftung ist eine heikle Sache. Ja? Das war nichts anderes als eine gezielte Tötung. Bitte was? Ja, wir müssen wegen Mordes ermitteln, Herr Linde. Wie? Bitte? Die Brandursache war entflammtes Benzin. Genauer gesagt zwei Molotow-Cocktails, die gezielt ins Schlafzimmer ihrer Schwester und deren Mann geworfen worden sind. Um Gottes Willen. Was? Was geht denn hier bloß ab? Was hier abgeht, ist allerdings unfassbar, Herr Linde. Erst recht, wenn man sich die Durchführung der Tat ansieht. Frau Schigala, bitte. Sehen Sie, das Grundstück der beiden grenzte teils an die Sportanlage des Fußballvereins SV Tede. Da gab es in letzter Zeit oft Einbrüche, weswegen die Vereinsführung auf dem Gelände zwei Kameras installiert hat. Zu unserem Glück, die Aufnahmen hier wurden uns heute Morgen von der Vereinsführung übergeben. Sieht man den Penner da etwa? Den Täter, ja. Man sieht zunächst, wie jemand mit einem Präzisionsgewehr von der anderen Seite des Vereinsgeländes auf etwas in Richtung des Grundstückes ihrer Schwester schießt. Hm? Dann marschiert er los. Sehen Sie, hier. Tatsache. Das ist der? Was ist denn das da an der Stirn? Hä? Wo ist er denn jetzt? Da, am Platz vorbei. Sehen Sie, das Grundstück Ihrer Schwester grenzt an der Seite an. Und weg ist er. Achtung, gleich wird's hell. Wieso hell? Oh. Heftig. Das sind die Brandbomben. Das war Nummer 1. Oh. Und Nummer 2. Boah, eine richtige Explosion. Geht es, Frau Wolf? Wir können Ihnen das leider nicht ersparen. Sie wissen gleich, warum. Ja. Voila, da ist er wieder. Aus dem Dunkeln. Jetzt sieht man, das ist wohl ein Nachtsichtgerät an der Stirn. Infrarot. Da sieht man ihn ja. Haben Sie gesehen? Tja, und weg ist er wieder. Eine Aktion wie aus einem Guss. Keine 2 Minuten für das Ganze, inklusive der Schüsse. Wieso denn auch noch Schüsse? Ich ahne es. Ja? Richtig. So ein Bewegungsmelder ist ungefähr so groß wie eine Streichholzschachtel. Nicht schlecht, oder? Satte 150 Meter Entfernung. 3 Schuss, 3 Treffer. Wie beim Biathlon. Gott, was ist denn das für ein Freak? Ein Profi. Und wozu mussten wir das sehen? Der Täter hat kurz vorher das Infrarotsichtgerät abgenommen. Ja, man hat ihn gerade gesehen. So sieht der Attentäter aus. Kennen Sie dieses Gesicht? Oh Gott, der sieht ja echt aus wie ein Totschläger. Das ist der Kerl? Krass. Keine Ahnung. Solche Leute kenne ich nicht. Das spricht für Sie, Frau Wolf. Nee, kein Schimmer. So eine Hackfresse. Sie haben keine Ahnung, wer das sein könnte. Passe. Ja, sehen Sie, wir fragen uns natürlich, was im Leben der beiden Opfer gerade los war. Etwas Besonderes, etwas Neues. Etwas, das vielleicht ihre Schwester und deren Mann verbergen wollten. Wie? Wir versuchen herauszufinden, wie es sein kann, dass die beiden einen derartigen Feind hatten, der mit solchen Mitteln ausgestattet ist, der dann auch noch so präzise wie skrupellos handelt. Wir gehen von einer Auftragstat aus. Tja, die beiden waren wohl jemandem im Weg, der keine Kosten scheuen muss.
Ist Ihnen bei den beiden in letzter Zeit irgendetwas aufgefallen? Haben die etwas berichtet? Geschäfte, irgendwelche Schulden vielleicht? Na, so viel haben wir mit den beiden nicht zu tun. Meine Schwester ist ja fast 11 Jahre älter als ich. So viel haben die aus ihrem Leben nicht berichtet. Nee. Die haben uns aber geholfen bei der Wohnungssuche. Manchmal etwas zu viel. Ich meine, wir haben da auch Internet in Teschendorf. Meistens jedenfalls. Es war ja das Ding. Der Kontakt sollte ja wieder intensiver sein. Ach so. Ja, Familienanbindung ist wichtig. Gab es sonst noch Themen, außer der Wohnungssuche? Nee, nicht so richtig. Sie plante wohl wieder mal eine Reise nach Brasilien. Echt? Schon wieder? Sie hat dort eine Stiftung, Gott und so. Und er hatte sein Musikstudio. Unterricht hat er gegeben. Schlagzeug, glaube ich. Oder Gitarre? Alles. Der kann alles spielen. Also nichts Auffälliges? Nee. Ich glaube, die waren ganz zufrieden mit sich, die beiden. Auf jeden. Ja, das haben wir auch gehört. Das Haus war seit ewig abbezahlt. Keine Kinder, die Stiftung, Reisen. Ganz liebe Menschen. Allerdings, Mann, ich flenne gleich wieder los. Herr Linse, trotzdem müssen wir schnell abklären, wie die beiden finanziell aufgestellt waren. Sie haben gerade die Stiftung erwähnt. Da fließen ja jede Menge Gelder. Soll das eine Anspielung aufs Erbe sein? Das hat Ute klargemacht vor etlichen Jahren. Da war sie eisenhart. Bitte? Es gibt ein Dokument bei ihrem Anwalt. Da drin ist festgelegt, alles, was sie und ihr Mann besitzen, geht bei ihrem Tod an die Stiftung. Und der verwaltet auch die Spendenkonten, wenn die beiden nicht mehr sein sollten. Der ist auch Notar. Und Sie vertrauen ihm? Weiß nicht. Das ist ein Kindheitsfreund von Joachim. Aha. Ach, das ist ja interessant. Wer ist das, dieser Anwalt? Boah, da fragen Sie mich was. Wenn Sie den Namen sehen, wissen Sie es dann? Schätze schon, der wohnt irgendwo im Viertel, in der Steintor-Gegend. Dann begleiten Sie mich bitte, Herr Linde. Wir googeln das eben. Okay. Ja, jetzt, da Ihr Freund gerade weg ist. Ja, ich tue mich etwas schwer, gerade mit meinem Anliegen, weil ich nicht weiß, in welcher Sache wir eigentlich stecken. Was für ein Anliegen? Darf ich Sie fragen, wie lange Sie Ihren Freund kennen? Ja klar. Seit 2,5 Jahren. Ja, das kommt ziemlich hin. Das war in Berlin, da haben wir uns kennengelernt. Naja, in einer Diskothek. Oh, gleich hin und weg, hä? Ja, aber ich war damals etwas im Arsch. Finanziell. Ich hatte meine Kohlezeichnungen, die ich als Teenager gemalt hatte, noch in der Wohngruppe, die hatte ich verkauft. Und war jetzt todunglücklich, dass ich das gemacht hatte. Naja, und er hat es dann geschafft nach ein paar Tagen. Also, er hat ein Bild ausfindig gemacht und zurückgekauft. Das Zebra mit Klauen. Da war ich echt verloren. Wer macht sowas für mich, habe ich mich gefragt. Keiner. Das ist ja eine nette Geste gewesen, was? Ja. Eine Woche später war alles klar. Ich glaube, wir haben uns einfach gefunden oder so. Obwohl ich nicht weiß, ich dachte immer, der beachtet mich gar nicht. Naja, da waren Sie hin und weg, was? Ich krieg den nicht mehr aus dem Blick. Wie wenn man einen durch ein Fernglas beobachtet, wissen Sie? Alles, was er macht. Und plötzlich sieht er mich. Durchs Glas. Direkt in mich hinein. Komisch, oder? Ja, so ist das wohl. Naja, wir haben dann aber zu viel Party gemacht damals im Y. Hat er auch gebraucht. Er hatte ja auch sein Kreuz zu tragen wegen seinem Belastungssyndrom. Die Kriegsseuche, wie er immer gesagt hat. Aha. Er war ja auf Außeneinsätzen und so. Afghanistan. Bis die Diagnose kam. Und dann war es vorbei mit dem Heli-Fliegen. Interessant, dann hat er doch auch sicher eine Therapie gemacht in der Zeit, bevor Sie sich kennenlernten. Bei einem Belastungssyndrom? Ja, da ist er auch lang hingegangen. Ein bisschen widerwillig. Dr. Hopfer hieß der. Jetzt momentan ist aber Funkstille. Ach so? Will er nicht mehr? Weiß ich nicht. Naja, das sollte er weitermachen, wenn er seinen Flugschein behalten will. Er meint immer, wozu denn, wenn der Bund ihn nicht mehr will? Das kann man verwinden. Da sollte man dranbleiben. Tja. Und was wollten Sie hier konkret in Bremen? Ich? Erzieherschule würde ich gern machen. Babysitten kann ich ja. Mach ich gern sowas. Wollen Sie beide denn Kinder? Klar. Aber Monsieur ist unentschlossen. Ich sag ihm, dafür braucht man Eier. Oh ja. Das war ja das Ding. Deswegen wollte er ja die Gespräche mit Dr. Hopfer.
Erst die Therapie, dann Kids. Das klingt ja gar nicht so verkehrt. Außer, dass seit fast einem Jahr nichts mehr geht. Das ist sicherlich schwer für Ihren Freund. Viele schaffen nach solchen Auslandseinsätzen, naja, gar nichts mehr. Aber er sucht anscheinend mit Ihnen einen Neuanfang. Das ist positiv, Frau Wolf. Stimmt. Sehen Sie? Darf ich mal fragen, warum Sie das eigentlich alles wissen wollen? Dürfen Sie. Wo fange ich an? Es ist so. Zunächst, Frau Wolf, ja, ich sag's mal, wie es ist. Es geht um den Attentäter. Wir wissen bereits, wer er ist. Bitte? Der Mann heißt Noah Dupont, stammt aus Quebec, Kanada, ursprünglich. Zurzeit hat er keinen festen Wohnsitz. Schon lange nicht mehr, wie es aussieht. Okay. Meine Fragen beziehen sich auf die Vergangenheit Ihres Freundes. Sie sagten ja, er war in Afghanistan als Heliflieger eingesetzt. Ja. Hat militärisch schon einiges hinter sich, oder? Schätze schon. Wenn ich das hier lese aus seinem Lebenslauf. Mit 18 schon Landesjugendmeister Neubrandenburg in Taekwondo. Dann 1997 Grundausbildung Bundeswehr, Feldjäger. Nahkampf-Spezialausbildung, Ausbildung beim GSG 9 angedacht. Wollte aber nicht. Stattdessen 2001 Fliegerausbildung, 2004 mit Auszeichnung bestanden. Danach Helikopterstaffel, Fliegerhorst Berlin-Brandenitz. Ja, 2005. Im selben Jahr dann die Auslandeinsätze im Rahmen des ISAF-Programms. Masar-i-Sharif, Kandahar. Ja, der hat schon viel gemacht. Na richtig, militärische Karriere. Wissen Sie von all dem? Ja, der ganze Bullshit. Und vor 5 Jahren aus Afghanistan zurück? Ja, die Diagnose. Und dann? Hä, wie? Frau Wolf, hat Ihr Freund erzählt, dass er im Anschluss vor etwa 4 Jahren sich für ungefähr 5 Monate bei der Fremdenlegion versucht hat? Fremdenlegion, ja, da war auch was. Nach den Auslandeinsätzen hat er aus der Zeit da irgendwas erzählt? Nee, das macht er grundsätzlich nicht. Die Sache ist die, dass wir von der Fremdenlegion selbst keine Infos kriegen. Da bekommen Außenstehende keine Einblicke. Will ich auch gar nicht. Mir reicht schon sein blödes Paintball-Schießen am Wochenende. Ja, es geht darum. Wir wissen vom BKA, dass auch der Attentäter sich bis vor 4 Jahren etwa in Kuru aufgehalten hat. Wo? Ach so, das ist in Französisch-Guyana, Südamerika. Da ist das Ausbildungscamp der Fremdenlegion. Okay. Natürlich kann das jetzt ein Zufall sein, aber die beiden zur gleichen Zeit am anderen Ende der Welt? Was soll das heißen? Es muss nicht, aber es kann sein, dass die beiden sich sehr wohl kannten. Wieso? Er hat doch gesagt, er kennt ihn nicht. Glauben Sie, er belügt mich? Nicht unbedingt. Womöglich setzt Dupont Ihren Freund unter Druck. Meinen Sie? Wir brauchen Infos darüber, was damals in der Legion gewesen ist und ob Ihr Freund Kontakt zu diesem Herrn Dupont hatte. Ja, und was dann? Soll ich Ihnen das hier vorpetzen? Frau Wolf, am besten ist es, wenn Ihr Freund uns das selbst sagt. Momentan vermuten wir vieles. Das müssen wir auch. Wir wissen nicht, in welcher Gefahr wir, Sie und das Viertel hier sind. Vielleicht kann Ihr Freund helfen. Na, wenn, dann würde er das machen, denke ich. Muss er ja wohl. Sehen Sie. Wir bieten Ihnen an dieser Stelle eine Streife an, die Sie und Ihren Freund im Auge behält, solange Sie noch in Bremen sind. Ja, klar, aber wozu? Weil wir nicht wissen, was dieser Dupont vorhat. Unsere Fahndung war, darf ich Ihnen wohl so sagen, noch nicht sonderlich erfolgreich. Da kann Ihr Freund uns schon sehr helfen. Haben Sie sich denn jetzt in der Spiegelstraße niedergelassen? Ja. Frau Wolf, ich sage es Ihnen auch nochmal. Solange wir die Gefahrensituation nicht einschätzen können, bieten wir Ihren Freund und Ihnen hier auch Schutzhaft an. Oh Gott, ich will das gar nicht hören. Ich sag es nur. Ja, ich quatsch ihn an wegen dieser Fremdenlegion. Bitte tun Sie das schnell, Frau Wolf. Ihr Freund kann mich jederzeit hier unter dieser Nummer erreichen. Sie können das übrigens auch. Danke. Kann ich jetzt gehen? Ja, natürlich. Schönen Tag noch. Ja. Frau Wolf, Ihr Freund ist schon zum Auto. Dann erst mal tschüss. Ja, und tschüss. Tja, da hast du mal wieder ins Schwarze getroffen, was? Womit? Die weiß nicht sehr viel von ihm. Habt ihr den Anwalt ausfindig gemacht? Ja, da müssen wir gleich noch hin. Das Dokument existiert. Das mit der Stiftung da ist interessant. Die ist relativ groß.
50 Mitarbeiter sind das wohl. Wir checken das jetzt mal. Warte, die Streife geht mit in die Spiegelstraße? Ja, aber unauffällig. Zivilwagen. Die Nachbarn sollen nichts ahnen. Zentrale, Zivilwagen, 2 Beamte, Personenschutz. Spiegelstraße 90, das ist, rechte Oberwohnung. Linde und Wolf. Sie haben das Fax? Gut. Die armen zwei. Ach, solche Paare kenne ich. Gerade in dem Alter. Keiner weiß was vom anderen. Aber Sie glauben, Sie sind der Mittelpunkt der Welt? Der kann ihr doch alles erzählen. Willst du das BKA anrufen? Schon erledigt. Ach. Dieser Dupont, der wird scheinbar international gesucht. Lesotho. Wo ist das denn? Afrika? Hm. Oh, na Gott sei Dank. Dann sind wir den Fall ja bald los. Oh ja. Oh Mann. Wo bleibst denn du? Ja, sorry. Die haben mich noch nach deiner Vergangenheit gefragt. Nach meiner Vergangenheit? Wieso das denn? Ja, weiß ich nicht. Was hast du denn gesagt? Nix. Als wüsste ich irgendwas. Du warst in der Fremdenlegion? Ach Mensch, Ronja. Ronja. Ja, fahr einfach. Was denn sonst? Unauffälliger geht's wohl nicht, was? Schatz? Was? Der blaue Audi auf der anderen Straßenseite und die zwei glotzenden Beamten da drin. Lachhaft. Welche Beamten? Unser Beschattungsunternehmen, hm? Sie sind wegen dir da, aber sie klingeln nicht. Geschweige denn wollen deine Anlage mitnehmen. Wir können ja froh sein, dass wir das Gewächshaus in Teschendorf gelassen haben, was? Als hätten wir nichts hier. Schatz, was geht mit dir, hä? Das weißt du doch. Und du weißt es auch, Ronja. Hä? Meine kleine Räubertochter. Oh, Sascha, lass es. Hatten wir das nicht schon, Missy? Haben wir nicht extra eine Schublade dafür eingerichtet? Das ist ein scheiß Papierkorb. Ich weiß nicht, was ich erzählen kann, das meine ich. Dr. Hopfer meint, es ist nicht gut, einfach Türen zu öffnen, ohne zu wissen, wie man sie wieder zumacht. Oh, ich will auch gar nicht, dass du mir das erzählst. Ich will, dass du überhaupt was unternimmst. Du willst doch irgendwann wieder fliegen, oder nicht? Ich würde es dir auch lieber erzählen als irgendeinem Psychodoc. Mhm. Aber dann müsstest du damit umgehen, genauso wie ich. Und ich kann's nicht, glaub mir. Was du immer glaubst, Sascha. Was ich glaube? Was ich sehe? Vor dem inneren Auge hier, das kann man nicht schließen, Ronja. Wieso? Was siehst du denn da? Mal sehen. Wüste sehe ich, ja? Nichts als Wüste. Ende. Unsere Versorgungsfahrten noch. Unseren Konvoi. Meine Leute halt. Diesel rieche ich. Nichts höre ich nach dem Knall. Rauch ist übrig. Oder gar nichts. Nichts. Das Rattern unseres Motors. Ja. Und der Dieselgestank. Wir halten an. Kinder an der Straße. Liegen am Boden. Wie Gras. Dahinter die Kameraden. Aber das Gras ist zerfetzt. Der Wagen vor mir für immer weg. Weißt du? 6 Leute weg. In den Himmel? Keine Ahnung. Abends dachte ich, ja, ich bin jemand anders. Wie? Jemand anders? Nee, das ist normal, meint Dr. Hopfer. Du bist nicht geschaffen dafür. Dein Geist spult, er bleibt nie stehen, er rennt. Nein, die Welt ist ein schöner Ort, Ronja. Das ist sie einfach. Ein schöner Ort. Jetzt auch mit Knalldieselgeruch und Armen mit blutigen Adidas-T-Shirts auf dem Beton. Ein Ort vor meinen Füßen im Gras. Oh Gott. Bin ich ins Auto gestiegen? Nein, konnte ich nicht. Komm her, Schatz. Du hast nicht entschieden, in welchem Wagen du gesessen hast, Sascha. Aber du umarmst mich jetzt. Das entscheidest du. Keine Ahnung, warum du das jetzt entscheiden kannst, aber du kannst es. Ach, Ronja, wo kommst du bloß her?
bist nicht tot. Mit Sicherheit nicht. Ich würde alles tun, Ronja, alles. Siehst du? Ich heule schon wieder. Ach, scheiß drauf. Was soll's? Ich erzähl dir was. Aber du musst schwören, es für dich zu behalten, okay? Ja. Frau Schikala, sie hat recht. Ich kenne den Attentäter. Was? Von Toulouse aus sind wir dann nach Südamerika gestartet. Kourou, irgendwo in Französisch-Guayana. Und dann waren wir mittendrin. 3 Wochen später waren wir fix und alle, also körperlich. Eine Schinderei ohnegleichen. Unsere Ausbilder waren streng. Ich hatte bereits 8 Kilo verloren. Wo denn? Du bist doch schon so dünn. Ja, Schwindelattacken hatte ich auch. Aber habe ich verschwiegen. Oh Mann. Normal am Anfang. Die wollen wissen, wie weit du gehen kannst. Die Zeit bei den Feldjägern hat mir geholfen. Orientierungsmärsche und so. Da war ich jetzt vorne weg. Das haben die Franzmänner gleich gemerkt. Mhm. Aber nach den ersten Wochen war irgendwann dann Patrouille zu fahren. Die haben doch da ihre Ariane 5 da rumstehen und ab und zu, wenn sie wieder mal hochgeschickt wird, verstärken sie die Sicherheit da. Dann ist großes Trara da. Wo? Am Weltraumhafen in Kourou. Das macht auch die Legion. Also die Geländesicherung. Überwachung der Gebäude, der Treibstofflager und der Kommunikationsfrequenzen. Und dann kam es irgendwann. Bundespolizei meldete sich. Auftrag in der Mitte des Landes. Organisierte Banden hochnehmen. Das sind einfach zu viele für die Behörden da. Und jetzt war es mal wieder soweit. Die forderten ab und zu dann Legionäre an. Und wir, jetzt noch ganz frisch, unser Trupp, bestehend aus 5 Mann, die besonders fit im Nahkampf waren, sollten plus Ausbilder mitten im Dschungel einen Hang checken und absichern, während ein anderer Trupp irgendwelche flüchtigen Garimperos, also illegale Minenarbeiter, festnehmen sollte. Die stiegen immer von oben in den Berg ein und gruben. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit machten die sich immer auf den Weg ins Tal. Das wussten wir schon. Diese Minenarbeiter waren auf dem einzigen Serpentinenpass jetzt ins Tal unterwegs. Mit einem alten Toyota Pickup. Wir sollten uns auf die Lauer legen, falls die aus dem Truck flüchten und sich in den Dschungel verschlagen sollten, sobald der andere Trupp sie gestoppt hatte. Mit 5 Mann lauerten wir dann 1 Stunde oder so im Regen. Der andere Trupp sperrte und sicherte den Pass. Aber es kam natürlich anders. Der Toyota Pickup wurde zwar wie geplant gestoppt, aber da saß nur eine alte Frau drin. Die Arbeiter waren vorher in den Dschungel abgetaucht und ohne Plan jetzt zu uns unterwegs. Die liefen uns dann direkt in die Arme. Wir, auch total überrascht, jagten sie, überwältigten sie und nahmen letztlich alle fest. Dann kamen wir wieder zusammen. Irgendwo im Nirgendwo. Wir warteten dann auf den Heli, der alle da rausziehen sollte. Und das geschah auch. Allerdings das Tageslicht da war schon weg. Also konnten wir da die Nacht verbringen. Rettung per Heli kam erst am nächsten Morgen. Und was hat das jetzt mit dem Attentäter zu tun? Pass auf. Nach der Rettung am nächsten Morgen wurde uns dann vollkommen aus der Luft gegriffen, vorgeworfen, wir seien zu krass mit den Gefangenen umgesprungen und hätten noch Sachen mit denen veranstaltet, als die bereits gefesselt zum Abtransport warteten. Einer hatte Brandverletzungen an beiden Ohren. Das hatte einer von uns angerichtet, ja? Etwa dieser Typ? Der Attentäter. Jetzt. Der war das. Um Gottes Willen. Es kommt noch besser. Das war unser Ausbilder. Dupont hieß der. Der Ausbilder? Ja, zugegeben, ich habe auch einen von den Tagelöhnern mit dem Colt einen Hieb vor die Stirn gegeben, damit der endlich sitzen bleibt. Der hatte dann eine Platzwunde hier. So geht das da ab. Wir haben halt alles gemacht, was nötig war, um sie festzuhalten die ganze Nacht. Jeder andere hätte das auch so gemacht. Aber das mit den Ohren war nicht korrekt. Der Typ hatte halt jetzt keine Ohrläppchen mehr. Die waren komplett abgefackelt. Ah, Igitt. Dupont, der Bastard. Keine Ahnung, was das sollte. Dem wird immer zu schnell langweilig. Der liebt das, auf andere draufzuschiffen. Also sorry. Wir beschlossen dann am nächsten Tag nach den Vorwürfen bescheuerterweise trotzdem ihn zu decken. Wir mussten in die Behörde, alle Mann. Wir taten so, als wenn wir nicht wüssten, wie es zu dem Vorfall gekommen war mit den angekokelten Ohren. Vielleicht vorher, wer weiß. Wir haben nichts gesehen, es wurde ja schon dunkel, bla bla. Die waren sauer auf uns und wollten, dass wir das einfach zugeben. Haben wir aber nicht. Dann hätten die uns ja gleich rausgeworfen. Naja, fuck it. Am Nachmittag haben sie das eh gemacht, die verdammten Franzmänner. Hätte nie gedacht, dass die da so straight sind.
Also war das nur wegen dem Typen? Ja, wir sind erstmal da geblieben in Kourou. Wir wollten wieder mitmachen. Wir wollten auch, dass Dupont alles zugibt, aber der hatte sich abgeseilt. Der sah seine Schuld eh nicht ein, der scheiß Rambo. Der ist dann abgehauen, oder wie? Ja, bestimmt Sauftour mit ein paar feuchten Ladies. Also, naja, war uns recht. Der konnte uns mal. Ein paar Tage später sind wir dann halt zurück. Erst nach Toulouse, dann nach Berlin. Das war's mit der Legion. Mann, wie tickt der Typ denn? Der ist total auf Hass gepolt, der Freak. Sowas gehört in den Bau, aber für immer. Schlüssel wegwerfen und Schicht. Sascha, du musst das Frau Schikala sagen. Was? Du musst ja nicht von der Legion erzählen. Ronja, die wissen, wie er heißt und dass er in der Legion war. Fertig. Was hat das mit mir zu tun? Inwiefern ist das für die wichtig? Wieso warst du auch so doof und hast gesagt, du kennst den nicht? Weil die das alles nichts angeht. Doch, das tut es. Ich darf eigentlich gar nichts sagen. Soll ich das machen? Bitte was? Also, Frau Schikala hat mich halt heute angelabert. Da gibt's eine Verbindung vielleicht zwischen dir und dem Attentäter. Und ja, ich soll rausfinden, was da geht. Du sollst mich ausfragen? Ja. Wie ticken die denn? Oh, was ist denn so schlimm daran, wenn wir denen das sagen? Missy, ich bin zu dir gekommen mit dem Thema. Ich hab dir das im Vertrauen erzählt. Ach, und meinst du nicht, die kriegen das raus, dass ihr euch kennt? Und was dann? Sicher nicht. Das ist meine Sache. Aha. Ronja! Du kannst helfen, diesen Freak zu stoppen. Ich weiß nicht, was es da zu überlegen gibt. Mann! Ich darf nicht, Ronja! Was geht denn jetzt? Keine Ahnung, aber die Streife ist weg. Herr Vollmer. Ziehen Sie sich bitte an, Herr Linde. Sie sind vorläufig festgenommen. Was? Was soll das denn jetzt, Herr Vollmer? Ich habe einen Durchsuchungsbefehl, Herr Linde. Was ist denn los? Die Beamten begleiten Sie zur Wache. Ich auch jetzt? Nein, aber die Wohnung müssen Sie verlassen, Frau Wolf. Der Durchsuchungsbefehl erfordert das. Sie haben 5 Minuten Zeit. Die Kollegin begleitet Sie. Kommen Sie. Ein paar Sachen suchen Sie bitte zusammen. Oh, das ist nicht wahr jetzt. Ich rede nur mit Frau Schikala. Frau Schikala wird Ihnen dasselbe sagen. Kann ich eine Aussage machen? Ja. Dann warte ich auf Sie. Bitte. Deswegen ist das jetzt nötig, Frau Wolf. Also, was haben Sie zu berichten? Ich sollte das nicht sagen, aber ich weiß seit gestern Abend, dass Sascha diesen Dupont kennt. Wussten Sie von einem E-Mail-Verkehr zwischen Dupont und Ihrem Freund? Was? Sehen Sie, Herr Dupont hat vor einem halben Jahr bereits Kontakt zu Ihrem Freund aufgenommen. Es gab eine E-Mail, die Ihr Freund aber anscheinend nicht erwidert hat. Was denn für eine E-Mail? Linde, Schwalbenring 34a... 26122 Bremen. Es wird passieren. Das ist die Adresse von Ute. Ja, das ist die Ankündigung. So, Sie wollten eine Aussage bei mir machen, Frau Wolf. Was also noch? Ja, dass mein Freund ihn kannte. Ja, so weit sind wir auch schon. Und Ihr Freund wollte die Sache für sich behalten, richtig? Und deswegen stecken Sie ihn in den Bau, oder was? Wir brauchen jetzt alles an Infos von Ihrem Freund. Wir haben nämlich auch was Neues vom BKA über Dupont. Anscheinend hatte Dupont in Lesotho ein paar Geschäfte am Laufen. Wo? Lesotho, Afrika. Waffen und Kriegsgerät. Ein Warlord, der es irgendwie zu Wohlstand gebracht hat, ist dort von den Behörden wegen seiner Waffengeschäfte unter die Lupe genommen worden. Einer seiner Einkäufer war Dupont selbst. Oh Gott. Also, der Typ ist der Ausbilder gewesen damals in dieser Legion. Ausbilder. Das passt. Wir gehen davon aus, dass Dupont jetzt für diesen Warlord arbeitet. Scheinbar als seine rechte Hand.
Die Frage ist, warum bedroht er jetzt ihren Freund? Oh Mann, ich weiß es doch auch nicht. Aber ihr Freund weiß es, Frau Wolf. Er hat den Einblick, den wir nicht haben. Und den uns auch keiner in der Legion geben wird, weil die schlichtweg leugnen, ihn zu kennen. Und wir akzeptieren nicht mehr, dass ihr Freund sich hinter irgendwelchen Belastungssyndromen oder Kodexen versteckt. Die sind uns jetzt von Herzen egal. Er wollte zu Ute. Was meinen Sie? Kann ich mit ihm reden? Bitte. Sascha? Ronja, ich... Was ist denn jetzt? Die haben dich verhört? Ja, diese scheiß E-Mail von damals. Ich hab dir nicht mal beantwortet. Du wolltest vor 2 Monaten schon hierher, unbedingt. Hast du gewusst, dass der Typ hierher kommt? Sascha, sag denen doch, warum der dich bedroht. Kann ich nicht, Ronja. Wie wollen sie den denn stoppen? Das ist doch unser aller Sorge, Herr Linde. Kooperieren Sie mit uns. Und hier drin bist du sicher. Und gestern meinte Frau Schekalla, dass man das BKA dazu holen wollte. Das ist richtig, ja. Das Bundeskriminalamt. Ich will mit Herrn Vollmer reden. Oh, sehen Sie. Aber nicht hier drin. Sind Sie zur Besinnung gekommen, Herr Linde? Sozusagen. Dann schießen Sie mal los. Warum werden Sie bedroht? Was tun Sie für Ronja und mich, wenn ich das sage? Sie bekommen Schutz. Hier in Ihrem Bau, oder was? Bei uns, ja. Und wie lange? Bis wir ihn haben. Bis Sie ihn haben? Ich denke, das BKA sucht ihn. Denken Sie. Und wenn ich nichts sage? Ich wette, Sie haben gar nichts bei uns gefunden. Mindestens das THC, Herr Linde. So viel ist das gar nicht. Für Sie vielleicht. Herr Linde, Sie wollten mit uns sprechen. Sie wissen auch, wir haben hier genügend Infos über Dupont, die uns nicht mehr schlafen lassen. Und sogar Sie wissen, wieso. Sie kannten ihn. Es sollte uns jetzt eine Aufgabe sein, Dupont zu erwischen, bevor er wieder irgendwo zuschlägt. Denn das wird er, oder? Sie, das BKA, wer erwischt ihn jetzt, hä? Warum ist das BKA denn nicht da, Frau Schikala? Und Interpol? Wäre doch normal bei einem international gesuchten Verbrecher wie Dupont, oder nicht? Jetzt reicht's mir! Sascha, du wolltest doch sagen, warum du bedroht wirst. Ganz im Ernst, was soll der Scheiß denn jetzt? Ronja, warum haben die wohl unsere Wohnung versiegelt? Weil sie im Kontakt mit dem Täter standen. Und jetzt ist Ruhe! Von wegen. Was wollen Sie denn jetzt, Herr Linde? Ich möchte, dass Ronja in Schutzhaft bleibt. Hä, was? Und Sie? Das werden Sie sehen. Ich habe es satt, dass der Typ mein Leben zerstört. Ach, Sie wollen den Helden spielen. Ich gehe doch nicht in Schutzhaft, wenn du da draußen bist. Ich gehe gleich einfach durch diese Tür, wenn du nichts sagst. Bitte? Das machst du nicht, Ronja. Doch. Warum soll sie hier in Schutzhaft bleiben, Herr Linde? Weil sie? Sie müssen ihn kriegen, Frau Schikala. Wir können Ronja nicht ewig einsperren. Hä, wieso mich einsperren, Sascha? Bitte, Herr Linde. Hier und jetzt. Ich verspreche, wir rufen unverzüglich das BKA an. Aber du bleibst hier, Ronja. Verflucht, Sascha. Verflucht! Ja, okay. Ach, kommen Sie, Herr Linde. Okay, ja! Damals die Fremdenlegion. Für uns das erste Mal Überlebenstraining. 3 Tage und Nächte Lager bauen, Pflanzen checken, Wasser zapfen, Nahrung suchen. Ging alles gut. Alle haben gut zusammengehalten. Mittendrin Ausbilder Nazi Dupont. Entschuldigung. Schon gut. So, nach 3 Tagen letzte Aufgabe des Ü-Trainings Floß bauen, Fluss überqueren. Er saß alleine auf dem Floß. Wir haben es geschoben. Alle Mann. Soweit brillant. Auf der anderen Seite meinte er dann, wir seien alle durchgefallen. Wir waren entsetzt, wussten nicht, was los war. Er meinte, er hätte Kenntnis, dass keiner von uns je ein richtiger Krieger sein würde. Wie er das wissen könne, fragten wir ihn. Er fragte uns, wer von uns jemand anders zu Hause verlassen hätte, um hierher zu kommen. Familie, Verwandtschaft. Er schrie uns an, wie von der Tarantel gestochen. Wir haben es ihm dann gesagt. Jeder Einzelne. Ich auch. Was hast du denn gesagt? Ich konnte ja so nicht leben nach der Diagnose. Ich wollte sehen, was noch geht. Wenn nicht mehr fliegen, dann eben wieder so. Ute war ziemlich sauer deswegen. Wegen der Legion.
Aber ich konnte nicht zu Hause sein. Ich musste für mich sein. Deswegen bin ich abgehauen aus Deutschland. Das habe ich Dupont gesagt. Sascha. Und dann hat Dupont sie alle durchfallen lassen? Weil sie Familien haben und damit nichts im Einsatz taugen? Deswegen sind wir nicht durchgefallen. Erst einige Wochen später durch die Rettungsaktion im Dschungel. Ach, mit den misshandelten Bergarbeitern, richtig? Ja. Ach, du hast denen das erzählt? Naja, musste ich ja. Und ich sage jetzt hier gleich noch was im Vertrauen. Das verfickt offene Buch, dass ich für alle hier bin. Das Letzte, was Dupont zu uns am Gate im Camp sagte, war, er würde alles wahr machen. Wir hätten ihn nicht umsonst gedeckt. Er meinte, er werde uns zu der Art Kriegern machen, die er in uns schon lange sieht. Aber unser Ballast müsse entfernt werden. Bitte? Wir haben ihm gedroht, wenn es soweit käme, dann würde er als die kranke Sau verrecken, die er ist. Und das sage ich hier nicht nur, das mache ich auch. Und mit dem Ballast meint er also... Die Angehörigen seiner Rekruten. Das ist Dupont's Motiv. Seine Rekruten von ihrem Ballast zu befreien. Deswegen Ute und Joachim. Und Sie, Frau Wolf? Ja. Ja. Oh Gott, Sascha. Dann sind auch noch andere in Gefahr. Herr Linde, wissen Sie, wo sich Ihre ehemaligen Kameraden aufhalten? Kann man die ausfindig machen? Sehen Sie erst mal, dass Sie das BKA dazukriegen. Wie bitte? Geben und nehmen, Herr Vollmer. Sascha! Zeigen Sie mir mal, dass Sie auch was machen, außer hier nur Fragen stellen. Es stehen Leben auf dem Spiel, Herr Linde. Allerdings, damit spielt man doch nicht, du Idiot. Bist du schon genauso behämmert wie dieser Dupont? Nein, Ronja. Ich bin nur wütend ohnegleichen, weil der sowas machen kann. Meine Wut kann abkühlen. Duponts Scheißzwänge werden aber nicht einfach verschwinden. Deswegen muss mal was passieren, sonst... Sonst was? Ich sag nichts mehr. Herr Linde, wir setzen alles daran, dass Sie beide in Sicherheit sind und auch bleiben. Naja, vor allem Ronja. Ach, Sascha. Das kriegen wir alles hin. Ja? Fahr mal hier. Geben Sie mir Degenscheid vom Ministerium für Inneres. Linde, der Fall, er weiß Bescheid. Stellen Sie es in mein Büro, ich bin gleich zurück. Ist okay. Also auf der Suche nach seiner eigenen Gerechtigkeit. Das müssen wir annehmen. Frau Wolf ist diejenige, um die sich alles dreht. Sie muss einfach in Schutzhaft. Ja, aber was ist mit ihm? Er auch. Wahrscheinlich wird sie das gar nicht akzeptieren, wenn er da draußen in Gefahr ist. Und wenn es doch mehrere Täter gibt? Vollmar, da ist bislang nichts bekannt. Es gibt keine Beweise dafür, dass hier in Deutschland mehr Leute als Dupont an der Sache beteiligt sind. Mit dem einen Mann wird Ihre Mannschaft doch wohl fertig, oder? Degenscheid, ich muss Sie jetzt mal was fragen. Wieso kommt das BKA nicht? Das ist alles vertraulich, Vollmer. Was ist mit dem Warlord da in Lesotho? Wurde der festgesetzt? Natürlich nicht. Machen Sie Ihren Job. Sie haben jetzt die Hintergründe. Sie haben mit Linda einen Ex-Rekruten von Dupont. Was wollen Sie noch mehr? Ihre Hilfe! Scheinbar sind noch weitere Ex-Legionäre hier bedroht. Ja, ja. Das wissen Sie jetzt aber nicht von mir, Vollmer. Kripo Hamburg hatte bis letzte Woche auch einen am Haken, der für Dupont tätig war. Aber passen Sie auf. Die Franzosen waren schneller und haben dem in Toulouse den Prozess gemacht. Toulouse? Ein Ex-Legionär oder was? Scheinbar. Es ging um verloren gegangenes Diebesgut, das die Legion seit einer Ewigkeit beschlagnahmen will. Das sollte er wohl an den Mann bringen. Tja, und dann hat er sich erhängt. Oh Gott. Sehen Sie, Vollmer? Deswegen ist es einfacher, wenn Sie die Sache dort bei sich erledigen. Oder wollen Sie auch Interpol im Haus? Und die französischen Behörden gleich mit. Ich will den Fall loswerden, Degenscheid. Wir sind hier gar nicht zuständig. Loswerden? Das ist nicht drin, Vollmer. Wieso zum Teufel? Wenn wir hier Interpol hinzuziehen, was wir bei internationalen Ermittlungen tun müssen, dann werden nicht nur bei Ihnen die Leute nervös, sondern auch hier bei uns im Ministerium. Ich schweige jetzt für Sie, Vollmer. Das ist mein Gefallen an Sie. Sagen Sie das doch gleich. Verdammt. Dupont ist eben jetzt Ihre Angelegenheit. Er hat in Ihrem Revier gewütet, also bringen Sie ihn zur Strecke. Mit welchen Mitteln auch immer, okay? Mit welchen Mitteln auch immer? Zitiere ich Sie da richtig? Ja, zur Not kann man noch was mit der Kripo Hamburg deichseln. Das muss nicht sein, Degenscheid. Dann ist das so jetzt.
Sehr. Kommst du mal kurz? Haben Sie was? Moment. Tja, die lassen uns hier im Regen stehen. Das BKA kommt nicht? Anweisung vom Bundesministerium für Inneres. Das hat Degenscheid gerade selbst abgenickt. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Nest? Tja. Was sagen wir den beiden? Plan B. Schutzhaft für beide. Wer weiß, was Dupont als nächstes in Brand setzt. Und in Kattenturm wird jedes Feuer zu einem Flächenbrand. Druck auf Linde erhöhen. Der weiß bestimmt noch was. Hauptsache, sie ist erst einmal in Sicherheit. Ja, na dann, los. Sie sind elender Lügner. Herr Linde, bitte. Ich sage hier gar nichts mehr. Wir brauchen kein BKA. Ist doch nur Verarsche hier. Da habe ich gar nichts davon. Komm, Ronja. Herr Linde. Warum denn keine Schutzhaft, Herr Linde? Wo ist das Problem? Und wozu? Sie quetschen mich aus, mehr und mehr, aber Hilfe kriegen wir nicht. Ich habe schon viel zu viel gesagt wegen der Legion. Ich habe einen Eid geschworen da drüben. Den Sie ja jetzt gebrochen haben. Denken Sie, ich bin doof und lass mich jetzt auch noch einbuchten bis zum jüngsten Tag? Nur weil Sie keinen Plan haben? Deswegen ist unsere Wohnung versiegelt, Ronja. Was? Damit wir aus dem Dunstkreis hier verschwinden, falls wir nicht in Schutzhaft gehen. Daraus wird aber nichts, Leute. Komm, Ronja. Wo wollen Sie denn jetzt hin? Frau Wolf! Wo wollen Sie hin, Herr Linde? Ach, fickt euch. Oh, ja, super. Zentrale, drei Beamte zum Ausgang Luisenstraße. Na, lass sie gehen, Thea. Hat sich erledigt, danke. Linde soll gehen. Was ist denn jetzt, Gerd? Lass die mal gehen. Klärst du mich mal auf? Vorne brennt Licht. Eben war sie am Balkon. Bestätigt. Check Rückseite. Ist das zu fassen? Gerd? Was? Wo geht's hier? Zurück zur Wache. Verstanden. Team 1, verbleib an Ort und Stelle. Verstanden. Wir können immer noch was tun. Verstoß gegen richterlichen Beschluss. Die durchbrochene Versiegelung wird den Richter nicht kümmern. Dann sind die wieder nach 24 Stunden da drin. Wir können die nicht zwingen. Was ist mit dem THC? Vergiss das Kraut. Der Richter lacht uns aus. Da finden die ja am Bahnhof in Mülleimer mehr. Und Linde weiß ganz genau, wo die Grauzone ist. Beamtenbeleidigung? Was? Wäre das was? Hat er doch ein paar Mal. Naja, und wenn schon. Obwohl, eine Fahndung werden wir damit beim Richter nicht durchkriegen. Fahndung? Tja, der ist mit ihr da oben. Na klar. Mailbox. Ja, hallo Frau Wolf. Ich bin's nochmal, Frau Schikalla von der Kripo Bremen. Ich wiederhole nochmal. Wir haben Kenntnis, dass Sie sich in Ihrer Wohnung aufhalten, die nach richterlichem Beschluss versiegelt worden war. Sie verstoßen damit gegen diese richterliche Anordnung und machen sich also strafbar. Sollten Sie nicht unverzüglich die Wohnung räumen, sehen wir uns gezwungen, Sie in Haft zu nehmen. Komm, Gerd, dann ist sie wenigstens die nächsten 24 Stunden in Sicherheit. Wir gehen da rein und holen Sie. Was gibt's da noch zu überlegen? Ich habe einfach eine Vermutung. Sie konnte die ganze Zeit in Schutzhaft gehen, tut es aber nicht. Und wieso? Weil ich nicht wollte, dass er da draußen allein unterwegs ist. Und jetzt soll sie da oben allein sein? Ohne ihn? Es gibt eben kein Anzeichen, dass er auch da ist. Team 1 hier. Ach, Schütte. Neuigkeiten? Fenster, komplette Südseite eben abgeklebt worden. Abgeklebt? Durch wen? Frau Wolf. Nur Sie? Ja, fahren gerade auf die Nordseite. Aha, das gleiche Bild.
mehrere Umzugskartons. Sie macht die Fenster dicht. Danke, Schütte. Bis dann. Baut sie sich eine Festung da oben? Nein, das ist eine Falle. Eine was? Eine Falle. Für Dupont. Frau Wolf, wir sehen Sie in der Wohnung. Was soll das Versteckspiel da drin? Sie wollen Herrn Dupont in die Wohnung locken, Frau Wolf? Das kann nicht Ihr Plan sein. Wir können und werden Sie dort nicht schützen, Frau Wolf. Das ist in der Wohnung nicht gewährleistet. Und du bist sicher, dass er auch da oben ist? Hundertprozentig. Sie ist der Köder für Dupont. Wir warten. Und wenn das halbe Viertel abfackelt, Gerd, dann waren wir wenigstens im Recht? Die alten Gebäude da, die Feuertreppen, die Flachdachbauten, die alten Fenstereinstiege zum Dachboden. Linda hat doch gesagt, die waren Experten für Häuserkampf, Guerillataktiken und Co. Dupont wirft nichts ins Fenster, der steigt vielleicht von der Dachseite ein. Schießen kann er ja nicht wegen der dichten Fenster. Das ist doch lächerlich, Gerd. Was machen wir hier? Und was machen die mit uns, Thea? Weil bei irgendeinem Warlord da unten in Lesotho, weil auf seinen Waffen Made in Germany steht? Wir müssen ja auch nichts. Seit wann bitte? Das ist sie. Shikala hier, hallo? Frau Wolf, was können wir für Sie tun? Gar nichts. Frau Wolf. Kümmern Sie sich um Ihren Mist, klar? Frau Wolf, es gibt sicher eine Lösung. Verlassen Sie die Wohnung. Setzen Sie sich in die Streife die nächste halbe Stunde. Dann ziehen wir die Streife ab. Ja, genau, Sie ziehen die Streife ab. Oh, fuck! Verflucht. Die hat Anweisungen, Tier. Die steht unter Druck. Aber wie? Ah, Team 1. Ja? Sie hat gerade ihr Handy aus dem Fenster geschleudert. Ach, klare Geste, was? Kommen Sie da ran ans Handy? Da brauchen wir einen Besen. Sichern Sie die Teile. Wird gemacht. Gut, Team 1, packen Sie auf der Südseite. Dann Abzug 10 nach 10. Abzug? Verstanden. 10 nach 10. Sascha? Ja? Die Streife fährt weg. Die fahren weg. Ja. Ach, Ronja. Vergiss den Plastischrott hier. Warte doch mal. Das Ding ist hinüber. Die Karte funktioniert vielleicht noch. Vielleicht kriegt Lüdo das hin. Ach, der. Ja? Lüdo? Ja? Ich muss eine SIM-Karte überprüfen lassen. Sofort. Ich bin da. Komm rüber. Mach ich gleich. Danke. Ich check das eben, Gerd. Bitte. Ronja, wir haben es bald geschafft. Du bist sowas von stark. Ja. Ja, ich bin stark. Bleib weiter am Boden, ja? Ja. Wow, die Beamtin Shikala. Und im Stechritt. Wo brennt's denn so lichterloh? Wo es brennt, Lüdo. Immer wieder gut für ein Fettnäpfchen, was? Hier. Und das ist die Karte? Sieht dann noch ganz gut aus. Folgen Sie mir. Was haben wir denn? Das. Das sieht gut aus. Hier. Ich baue dir eben ein Beweismittel. Ach, weiß ich noch nicht. Tja. PIN-Code? Bitte? War ein Witz. Liefert der Täter ja selten mit. Na gut, dann über 7 brücken wir das mal. Das dauert jetzt ein bisschen. Okay. Was brauchen Sie denn?
Telefoniedaten, Textnachrichten? Weiß ich noch gar nicht. Irgendwas. Irgendwas? Na, das zu finden dauert noch länger. Sagen Sie mal, mögen Sie Restaurants nach Dienstschluss? Mögen Sie schlechte Witze? Vollmer hier? Ja, Team 1. Sind jetzt abgerückt. Anweisung? Noch keine. Ich ruf zurück. Verstanden. Sascha? Ja? Wo warst du gerade? Habe die Fenster überprüft. Alles dicht. Bewegungsmelder aktiv. Warst du auch auf dem Dach? Nee. Richtung Weser, schätze ich, hocken die Bullen noch. Da ist zu viel Böschung, die glotzen. Hast du noch genug Wasser da oben? Ronja, dein Freund ist hart im Nehmen. Schlaf nicht ein da oben, ja? Wie? Vor Langeweile. Du bist eine. Schon gut. Gilt unser Bündnis noch? Natürlich, Sascha. Was ist denn das für eine Frage? Wo du bist, bin ich auch. Wo ich bin, bist du auch. Verstehe nicht, wieso du das alles mitmachst, Ronja. Weißt du? Was? Dieser ganze Scheiß. Wenn du gehen würdest, das könnte man verstehen. Sascha. Aber du bist irgendwie stark. Du funktionierst einfach. Du hast doch gesagt, man muss das jetzt aushalten. Sowas hält aber nicht jeder aus, weißt du? Die meisten, die wären schon flennend weggerannt. Sascha, Mann, ich liebe dich. Ich hab wohl keine Wahl. Du verdienst das Haus und die Kids. Aber vielleicht muss ich es mir erst verdienen. Das gehört uns beiden, Sascha. Ja, ich weiß. Ich liebe dich. Na bitte. Thea? Was? Was wollen Sie? SMS, Telefonnummern, meine Telefonnummer. Haben Sie es? Moment. Was machen Sie? Die privaten Eingänge hier, ich befreie die unterdrückten Boiler. Das sind die Nummern? Oh Gott, nein. Kann ich mal das Telefon benutzen? Aber keine Ferngespräche. Geh ran, Gerd. Verdammt! Sascha? Sascha? Der Strom ist weg! Scheiße! Sascha? Sascha? Schütte hier. Wo sind Sie? Kanalstraße. Drehen Sie um. Verstanden. Neue Anweisung? Fahren Sie hin, Schütte. Wir gehen rein. Zugriff. Verstanden. Wir fahren. Ich bin auch da. 3 Minuten. Thank you.
weg, Ronja! Basta! Ronja, lauf weg, habe ich gesagt! Sascha, nein! Basta! Herr, du Freak! Die Falle! Wirbel in Linde! Die Partout Zwit! Wirbel ist die Falle, sag ihr! Ich verstehe die Frage nicht. Was meint der Sascha? Linde, es gibt viele da draußen. Hey, was glaubst du? Wie wichtig bist du? Hä? Du fliegst nie mehr, ich zeige dir. Was? Ah, siehst du das? Du kannst es aber alleine. Ich gebe es dir. Komm her. Nein! 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 Hilfe! Du auch, hä? Hilfe! Bitte hier. Das ist blutig. Schmutziges Gold. Bleiben Sie stehen, Dupont. Dupont! Verdammt! Dupont auf Südseite. Vollmer? Südseite! Ist das da? Nein! Woher wollen denn sonst? Ich sehe nicht! Er ist runter, oder? Da ist nichts! Zweite Einheit, Südseite, schnell! Kein Sichtkontakt. Ich wiederhole, kein Sichtkontakt. Oh, verflucht nochmal! Ja, wir folgen. Verstanden. Zentrale, Notarzt, schnell. Zwei Verletzte. Wiederhole, zwei Verletzte hier. Sascha. Frau Wolf, ganz ruhig. Ganz ruhig jetzt. Herr Linde? Hallo? Herr Linde, hören Sie mich? Er ist tot. Herr Linde! Um Gottes Willen. Herr Linde! Kein Puls. Er ist tot. Oh, verflucht! Sehen Sie da, Frau Schikala? Ja, hier ist überall Blut. Nein. Bleiben Sie ruhig, Frau Wolf. Ganz ruhig jetzt. Da auf dem Boden. Was? Sehen Sie. Ja, der Stein, mit dem er auf Sie eingeschlagen hat. Stein. Ja. Er glitzert so schön. Ist das? So schön. Was? Der Stein. Das ist... Shit. Pures Gold. Sascha. Okay, fürs Protokoll. 24. Oktober 2012, Uhrzeit 0.41 Uhr nach Festnahme von Herrn Noah Dupont in der Ziegelstraße, Ecke Spiegelstraße, Kattenturm, Bremen. Festnahme erfolgte um 23.05 Uhr. Dem Beteiligten wurden seine Rechte vorgelesen. Nachdem er ausdrücklich und wiederholt darum bat, keinen Rechtsbeistand für sich zu wollen, nun die Befragung des Beteiligten durch meine Person, Herrn Gerd Vollmer, Kriminalbeamter Bremen-Nord, und Frau Thea Schikala, Kriminalbeamtin Bremen-Nord. Vernehmung erfolgte also auf ausdrücklichen Wunsch von Herrn Noah Dupont. Ist es richtig? Oui, c'est vrai. Ja, richtig. Sie wollen also eine Aussage tätigen. Wollen Sie einen Dolmetscher? No, ich habe zu sagen etwas. Okay. Sie dürfen. Linde, er ist großer Verräter. Ich brauche nicht... Okay, zur Sache. Sie haben Herrn Linde getötet, Herr Dupont. Mit zwei gezielten Messerstichen, ja? In die linke Niere und in den linken Halsbereich. Aber ich sage, wer braucht Verräter? Ebenso haben Sie Frau Ronja Wolf mit einem etwa 500 Gramm schweren Goldstück an der Schläfe und an der Stirn verletzt. Was für Frage? Richtig? Wer? Sie hat eine Gehirnerschütterung und hatte zeitweise das Bewusstsein verloren.
Die Platzwunden mussten genäht werden. Ah, man steht im Weg, man hat eben Pech. Pech, ja. Und man wird sie aufgrund ihrer Erfahrung in der Legion und dem, was sie alle schon hinter sich haben, des Mordes anklagen, Herr Dupont. Sie wandern in den Knast für eine sehr lange Zeit. Wer entscheidet? Police? Zwei kleine Menschen wie Sie? Le Flic de la Provence? Und warum sind Sie jetzt so geständig, Herr Dupont? Haben Sie Angst vor den französischen Behörden? Oder den Behörden aus Lesotho oder Interpol? Oder der Legion? Aber ich bin nicht der Einzige. Ich bin wie viele. Viele außer Linde. So, Sie haben überdies zwei weitere Menschen getötet. Unschuldige Menschen, ja? Herrn Joachim Linde und Frau Ute Linde. Sie starben am 18. Oktober 2012 schlafend in ihrem Haus durch die Brandbomben, die Sie, Herr Dupont, gezielt dort eingeworfen haben. Ist das richtig? Aber Sie waren auf meinem Weg. Haben Sie es getan? Ha? Haben Sie beide umgebracht? Ja. Ihr wisst nicht. Ich muss glauben. Ich sehe andere Krieger immer reden. Wichtig ist, zeigen wie. Montre-moi, zeige, dass du glaubst. Linde, er wollte zeigen. Sie haben also nicht von Linde gefordert, dass er bei Ihnen mitmacht. Linde, du weißt nichts. In ihm ist der Krieg. Aber er musste erst akzeptieren. So wie alle. Du musst mir zeigen, ich habe gesagt. Entscheide dich endlich. Alle dissitoi. Was zeigen? Dass Sie von Ihren neuen Gefolgsleuten wollen, dass Sie deren Angehörigen töten, nicht wahr? Ein Vertrauensbeweis besonders kranker Art. Einige, Sie haben gesagt, Sie haben Mut. Einige kriegt nie Ihre Bastarde. Aber Sie, Herr Dupont, Sie haben wir auch gekriegt. Wie blöd für Sie, was? Wie viele Leute haben Sie rekrutieren wollen, Herr Dupont? Wie viele Unschuldige sind schon gestorben durch Ihre Hand? Sie gehen zu weit. Sie sind klein und reden von mutigen Menschen. Aber was glaubst du, was zählt? He? Das ist Krieg. Krieger, sie kämpfen zusammen. Sie müssen beweisen davor. Und für den Beweis gibt's dann Gold. Sie sagen, das ist Ehre. Ehre? Nur Ehre, was? Deswegen haben sie auch mit purem Gold um sich geworfen. Ich habe gesagt, Frau von Linde war im Weg. Ich meine nicht, Frau Wolf. Ich meine das Gold, das die Legion damals verloren hat, als sie als Legionär flüchtige Minenarbeiter festgesetzt hatten. Damals zusammen mit Linde und einigen anderen. Ja, ganz so doof sind wir Provinzbollen auch nicht. Gerd! Aber das Gold, wo ist es? Wo? Wo das Gold ist? Na, sagen Sie es uns. Anno, ich habe geworfen. Es war für Linde. Damit konnte sich ein jeder bei Ihrem neuen Boss einkaufen, hä? Glauben Sie, wir wissen das hier nicht. Wie viel Gold war es, das Sie damals in der Legion haben mitgehen lassen? In der Nachtaktion mit den Minenarbeitern. 6 oder 7 von diesen Nuggets. Oder noch mehr. Und die haben keinen Wert. Erst recht nicht für einen Warlord, einen, der nur auf den Profit aus ist, in einem Land voller Willkür. Die einzige Chance für käufliche Krieger wie Sie, wie Linda und andere, deren Leben nach dem Rauswurf aus der Legion verfuscht war. Hören Sie auf! Ich höre nicht auf. Ich stimme Sie nur ein auf das, was noch kommt. Und wenn das kommt, dann höre ich auf. Von uns hier haben Sie nichts zu befürchten. Das machen dann andere, Herr Dupont. Überrascht. Das war's, was? Ja, wir haben sie entlockt. Wer sagt's denn? Was droht uns jetzt? Nix, wenn du das Band löscht. Wirklich? Ja, das ist nicht mehr unser Bier. Wir machen ja nur die Drecksarbeit hier. Okay, dann mache ich das. Wie geht's, Frau Wolf? Montag kann sie raus. Sie kriegt einen Pflichtverteidiger. Und wenn schon, das sollte klappen. Das Einzige wäre ja der Besitz von THC und Missachtung einer richterlichen Verfügung. Die aufgebrochene Tür. Das wird kommen, Thea. Lächerlich. Einfach nur lächerlich. Tja. So, weck mich, wenn Sie da sind. Wer wohl zuerst kommt? Wer zuerst da ist? Wollen wir wetten? Wetten? Ist schon Dienstschluss? Dienstschluss. Ja.
Gott sei Dank. Sie hörten Das Bündnis. Die Rollen und ihre Sprecherinnen und Sprecher: Ronja Wolf, Alexandra Begau, Sascha Linde, Robert Frank, Herr Vollmer, Werner Wilkening, Frau Schikalla, Dorle Hoffmann, Benno Opitz, Claudio Volino, Brandmeister Martin Beierling, Degenscheid, Michael Gerdes, Lüdo, Raphael Drechsler, Schütte, Jan Münter, Noah Dupont, Marek Schädel, Pförtner, Georg Britzko, Polizeibeamtin, Johanna Ehrlich, Credits, Cynthia Taha, Kompasserie, Jacqueline Arlt, Pascal Runge. TV-Hintergrund: Hörspiel Mole. Mit freundlicher Genehmigung von Frank Hammerschmidt. Intro: Stefanie Preis. Musik, Sounds und Produktion: Jokey One. Idee und Skript: Marek Schädel. Lektorat: Jacqueline Arlt. Ein besonderer Dank gilt Julia Bartel, Georg Britzko, Philipp Bösand und Norbert Hesse. Das Bündnis ist ein Hörspiel aus dem Jahre 2021. Es untersteht der CC-Lizenz.